Ein leidenschaftlicher Kuss vor einem romantischen, fast schon kitschigen Sonnenuntergang. Harmlose Bilder, könnte man meinen. Doch in Teheran, wo die Aufnahmen entstanden sind, blicken die Behörden ganz anders darauf. Sie ließen Alisera Yapalagi und die Frau an seiner Seite verhaften, wegen, Zitat, unislamischen Verhaltens. Der Polizeichef Teherans sagte gegenüber einer staatlichen Nachrichtenagentur: Wir sind dagegen, wie dieses Individuum und seine Begleitung die Regeln brechen und sich vulgär verhalten. Und die Justiz wird sich mit ihnen befassen. Der 28-jährige Sportler ist in den sozialen Netzwerken bekannt für seine spektakulären Parcoursaufnahmen. In schwindelerregender Höhe springt er von Dach zu Dach oder baumelt ohne Sicherung an einem Hochhaus. Auf einigen Aufnahmen zeigt er sich dabei küssend. Die genauen Vorwürfe gegen das Paar sind noch nicht bekannt. Klar ist, dass unter den frauenfeindlichen Gesetzen der Islamistenregierung alle Frauen in der Öffentlichkeit von Kopf bis Fuß bedeckt sein müssen. Zudem ist es nicht verwandten oder nicht verheirateten Männern und Frauen nicht gestattet, zusammen zu sein. Selbst zwischen Eheleuten ist der öffentliche Austausch von Zärtlichkeit bei der Sittenpolizei nicht gern gesehen. Tausende islamische Tugendwächter patrouillieren im Auftrag des Regimes auf den Straßen und setzen mit teilweise brutalen Methoden ihre Regeln durch. Auch im Internet ermittelt eine Spezialeinheit der Revolutionsgarden gegen vermeintliche Verdorbenheit und westlichen Lebensstil.